Tja, meine Freunde, und damit auch wieder herzlich willkommen hier zum Farmexperten 2016. Es geht weiter, es ist jetzt ein Tag später, es ist Tag, wie ihr eventuell seht. Nee, danke. Und ja, wir schalten dann halt einfach mal weiter auf die Karriere und gehe auf Karriere fortsetzen. Irgendwie ist jetzt im Menü dieses Multiplayer, jetzt fange ich genau schon so an, dieses Multiplayer-Symbol verschwinden. Was mich etwas, ja, verwundert hat. Es gab jetzt auch ein Patch mit 54 Megabyte. Keine Ahnung. Aber irgendwie gibt es scheinbar noch keinen Multiplayer und deswegen bleiben wir auch noch im Singleplayer. Ja. Schade drum. Aber jetzt wird auch schon mal das ganze Spiel wie immer geladen. Und geladen und geladen und geladen und geladen. Was lädt er? Also so die. Und wir waren ja in unserer wunderschönen Karriere stehen geblieben. Dass wir jetzt auch grubbern müssen. Und ja, da bewegen wir uns jetzt einfach aufs Feld und machen das Ganze noch. Die Musik habe ich, wie gesagt, weitestgehend ausgeschaltet, weil. Nö. Das wollt ihr nie hören. Das wollt ihr nie hören. Und deswegen habe ich hier die Musik schon mal ausgeschaltet. So. Dann gucken wir mal, dass wir uns jetzt hier grubern. Ja, bestelle das Feld. Das dürfte jetzt hier beim besten Willen nicht das Problem sein. Ich muss jetzt bloß gerade noch mal kurz hier ins mehr oder weniger ins Verzeichnis gehen. Ja, vielen Dank. Und haue ich euch eventuell mal hier unsere eigene schöne Musik an. Hört sich doch schon viel besser an. Du bestellst gerade ein bloßes Feld, um die Ernte, bessere Ernte einzubringen. Pflüge zuerst das Feld und bestelle es dann. Ja, ist nicht so, als hätte ich es nicht gepflügt, wie man sieht. Aber egal. Also sprich, wir können auch ohne Pflügen das Ganze hier vorher grubbern. Dafür kriegen wir aber halt nicht so eine gute Ernte. Ja, das ist ein recht interessanter Faktor. Da muss ich lassen. Aber ich glaube. Ja. Aber ich glaube, die Meldung kommt im Allgemeinen bei an den Stellen, wo wir nicht so wirklich mit dem Pfluch irgendwas mitgerissen haben, würde ich jetzt mal weitestgehend behaupten. Also ja teilweise doch noch ein paar kahle Felder gibt. Und dann kommt leider auch immer wieder die Meldung. Aber gut. Ist auch schon mal egal. Sagen wir schon mal zu, dass wir das jetzt hier bis hier drüben so halbwegs pflügen. Dass wir jetzt hier im Tutorial auch bald durch sind. Aber ich glaube, so schnell werden wir im Tutorial nicht durch sein. Bei diesen ganzen Funktionsweisen, was wir hier haben, die wie gesagt wirklich recht interessant sind, das muss man lassen. Dieses mit Y vorwärts, rückwärts schalten, das ist so eine Sache, die ein bisschen nervig ist. Man muss halt wirklich erst bremsen und der ruppt halt nicht sofort hinter, sondern bremsen und dann wieder Gas geben, dann fährt er erst hinter. Ich meine, klar, ist realistisch, ohne Frage. Fähigkeit erhöht, wir sind Ackermann. Waren wir eigentlich schon beim letzten Mal, aber. Gut. Ja, beim Grubern haben wir aber keine Kerben mit, ne? Allgemein sind die Kerben irgendwie weg, warum auch immer. Man müsste dann bloß irgendwo mal in den Optionen gucken, ob man eventuell die Benachrichtigungen ausschalten kann oder bestimmen kann, was für Benachrichtigungen man sieht, weil dieses Achtung, 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 das ist alles schön und gut. Aber es ist jetzt nicht unsere Aufgabe, dass wir pflügen, denn wir haben vorher gepflügt. Deswegen muss mir das Spiel es auch nicht permanent mitteilen, dass wir ein bloßes Feld grubern. Zumal hier funktioniert's.
Also wirklich nur die Stellen, die wo noch ein bisschen Stoppeln drauf sind. Schade, das ist diesmal gar nicht mit Vocal. Ein bisschen weit Abstand hier nehmen, dass wir jetzt nicht permanent rückwärts justieren müssen. Das sind natürlich auch noch die kleinsten Gerätschaften, die wir hier haben. Da dauert das alles natürlich wieder in Weng länger. Und wenn ich mal kurz hier reingucke. Na, ihr seht, dieses lokale Spielen, das wurde entfernt, was mir jetzt schon wieder Sorge bereitet, weil egal wie interessant dieses Spiel mit allen seinen Facetten und Aspekten ist, wenn es kein Multiplayer hat, ist es tot. Dann läuft das nicht, weil es ist so eine riesige Map hier wieder und da, wo du alleine einfach nur drauf verloren sein wirst. Deswegen ist der Multiplayer wichtig und deswegen verstehe ich jetzt nicht, warum gerade jetzt diese Funktion des Multiplayers wieder deaktiviert wurde. Man kann nur hoffen, dass dann nicht die Meldung kommt, naja, der Multiplayer ist noch nicht fertig, aber wir reichen ihn nach. Weil das ist fail. Hier müssen wir noch ein bisschen, also jedenfalls noch so 2-3 Bahnen, dann haben wir es aber auch geschafft. Wackel auf jeden Fall einiges in den Arm. Obwohl das auch so ein Mischmasch ist, was ich, wo ich jetzt mal sagen müsste, wegen Realismus hin und her. Ich meine, auf der einen Seite, wenn man es jetzt schon sieht, gibt es wohl sehr viele Funktionen, auf der anderen Seite kann ich den Gruber halt mit 15 km/h ziehen. Was ja normalerweise, glaube ich, auch nicht so wirklich der Fall ist. Ich glaube, im Landwirt war der auch relativ langsam. Ich meine, ihr habt da jetzt am wenigsten was dagegen, weil, ne, ich sag mir immer wieder, gut, mach mal halt eine Mischung zwischen realen und nicht realen, aber jetzt hier mit, keine Ahnung, mit was grubert man? Mit 10 km/h, 8, 9 km/h maximal irgendwie so in der Richtung? War das irgendwie so? Das muss man jetzt nicht so wirklich haben. Weil da sitzt man gerade an so einem Feld, dann. Ja, doch etwas länger als geplant und naja, haben ja noch vieles vor hier, vieles zu entdecken. Weil sieht man halt schon im Vergleich jetzt wirklich zum LS15, da gingen die Bögen ja hoch, das haben wir jetzt hier zum Beispiel gar nicht, hier staubt es halt ein bisschen und dann ändert sich das Boom fertig aus. Was ein bisschen schade ist. Und was mir noch so auffällt, auch wenn das Spiel grafisch nicht so aussieht, es nimmt beim Aufnehmen eine riesige Datenmenge ein. Also sprich, da nimmt durch diese doch allen Farben und so weiter und so fort, nimmt dann doch ein bisschen viel Bitrate ein, mit was das hier aufnimmt. Aber wo Farben? Hat sich an der Grafik irgendwas verändert? Ich habe jetzt keine Brille auf, kann nur vielleicht daran liegen, ne? Aber kommt so vor, als würden, als wäre die Lichtstimmung auch ein bisschen anders. Kann mich aber natürlich auch irren. Und jetzt klingelt das Telefon wieder mit einem externen Anruf, was wunderbar schön ist, mitten im Let's Play, so wünscht man sich das. Ja. Mutti, ich nehme gerade auf. Ja. Nee. Musste abwarten, wenn die das mit den Dings, mit Büchern und Bahnversand gemacht hat, dauert das auch bis zu 7-9 Werktage. Ja. Ja. Gut. Mutti, ich nehme gerade auf. Ja, ich hab da hier. Entschuldigung. Ich hab da hier. Mutter, ich bin gerade auf Arbeit. Ja, egal, ich hab da gerade im Garten. Kennst du die mir da? Ne, so.
So. So, dieses Tutorial oder diesen Bereich abgeschlossen. Kaufe Samen im Geschäft. Hört sich irgendwie falsch an. Dass man Samen kaufen muss, ist natürlich auch so wieder, naja, interessant. Aber wie gesagt, ist ein Aspekt vom Landwirt eigentlich gewesen. Zumal, wie weit ist das Geschäft weg? Wir müssen jetzt hier nicht eine halbe Tour fahren, oder? Doch, wir müssen eine halbe Tour fahren nach Herr Jemene. Ja, einmal quer über die ganze Map, die ja auch, wie gesagt, nicht gerade klein ist. Lichtgrip verbaut ist ja nicht, oder? Nee, wenn der wird uns doch jetzt nicht ans andere Ende der Welt schicken, oder? Ich kaufe vielleicht Samen für die nächsten 10 Jahre ein. Aber wie es aussieht, schickt er uns ans Ende der Map. Kurz hier gucke, mal Felder. Wir sind gerade hier und ich glaube. Landwirtschaftliches Geschäft, ja. Also alles auch wieder so massiv weit auf der Karte verstreut. Das war schon beim Landwirt doof. Man wäre ja kein Problem. Wir hätten jetzt hier einen JCB, der 80 fährt. Ja, aber jetzt hier so mit 40 km/h in den Erdduggeln. Nee. Kilo Weizen gehabt. So, Weizen, 1200 Kilo. Machen wir gleich 2000 Kilo. Ja, und jetzt kann ich wieder nach Hause fahren. Toll, ne? Mann. Irgendwie Spul, also die Tasten für diese Spulfunktion gibt's ja, aber... Schauen wir jetzt nicht so geil. Oh, jetzt zuckern wir mal. Ohne Weg wieder den Weg nach unten. Naja. Dann geht's ans Sehen. Dann sind wir ja immer noch nicht mit dem Tutorial durch. Das ist. Nö. Das ist ja leider auch nicht optional. Wir müssen es ja machen. Weil mich würde mal dieser Ausbau, diese Tierzucht und vor allem dem, was mich eigentlich am meisten an diesem Spiel interessiert, ist die Obstzucht. Ah ja, L für Light. Mal N, P, E, T, E, ne, tut sich leider nichts. Aber merkt ihr, wie das, was für eine andere Musik das hier schon viel schöner macht? Wirkt wesentlich entspannter. So, jetzt haben wir es auch gleich wieder zurück zum Hof geschafft. Und aber mit ein paar sind wir ja leider gerade das auch schon wieder durch. Das ist, jo. Ich glaube, wir brauchen nur die ersten 4-5 Parts, brauchten wir alleine fürs Tutorial.
ein bisschen nervig ist, wenn ich ehrlich bin, aber... Und wo ist der Multiplayer? Also ohne Scheiß, wo ist der Multiplayer? Wenn wir den Multiplayer entfernt haben, dann kriege ich einen Anfall. So, wir sind wieder am Hof. Hip, hip, hurra, hip, hip, hurra. Oh, gut, sieg mal erst. Wie geht's weiter, Meister? Im nächsten Abschnitt, den wir uns im nächsten Part angucken. Die Samen befinden sich in deinem Magazin. Du kannst jetzt anfangen zu sehen. Vergiss nicht, dass die Saatmaschine... zuzubringen. Ja, das ist ja, Standard, ja. Aber meine Freunde, das sehen wir dann im nächsten Part, wie wir unser Magazin auffüllen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder mit Däumchen da, lasst nicht vergessen. Und bis dann, oder? Ciao, ciao.